Beim ersten Start von Chrome wirst du möglicherweise gefragt, ob dieses Programm als Standardbrowser eingerichtet werden soll. Ebenso möchte Google natürlich, dass du mit einem Login arbeitest, damit also Google mitverfolgen kann, was du alles im Browser machst. Das kann durchaus gewisse Vorteile haben, dann nämlich zum Beispiel, wenn du deine Mails direkt im Browser abrufen möchtest. Im Moment aber lassen wir das mal bestehen und ich möchte im Moment auch nicht, dass er als Standardbrowser benutzt wird. In deinem Fall sieht das vielleicht anders aus. Ich deaktiviere also diese Option. Das Programm ist sehr einfach aufgebaut. Ich sitze jetzt an einem Mac. Nun habe ich auf Windows gewechselt und du merkst, es sieht genau gleich aus. Der einzige Unterschied ist, dass in Windows hier oben nicht noch zusätzlich ein Menü eingeblendet ist. Alle Menübefehle findest du hier über diese drei Punkte. Zurück hier am Mac, wenn ich jetzt also mal dieses Menü ein bisschen anschaue, so siehst du, hat es eigentlich auch keine anderen Funktionen, als hier schon drin sind. Insofern werde ich mich in Zukunft an die Mac-Version halten und jeweils auch diese Befehle hier verwenden.